Rande des Landkreises Esslingen in Baden-Württemberg in der Region Stuttgart im Naturraum Schönbuch und Glemswald führt uns Christian zu seinen Entdeckungen. Bernd Krautlohr, der Waldgeist und der Felsentempler sind mit auf Tour und auch überwältigt ob der Fülle an mystischen Orten. Walter Haug schickte mir noch eine E-Mail, nachdem er Christians Entdeckung besucht hatte. Uns allen zog es die Schuhe aus. So eine wunderschöne Kammer hätten wir nie erwartet. Wir hatten ja auch keine Ahnung. Damit ist der Beweis erbracht, dass die Hochkulturen der Welt, insbesondere unsere, von der Kupfersteinzeit bis zu ihrem Ende durch den Kataklysmus nur einige Jahrhunderte dauerten. Alle Grabformen, vom steinzeitlichen Dolmen bis zum römischen Tonnengewölbe, wurden in megalithischen Kerns gebaut, die offiziell schon 2200 vor Christus nicht mehr gebaut worden sein sollen. Die ganze Chronologie ist ein einziger Schrottplatz. Jetzt seid ihr dran, macht schöne Aufnahmen mit viel Licht, vor allem auch vom Kern, in den dieses Wunderwerk eingebaut wurde. Hier ein kleiner See. Welche Stufe? Ja.
ist auf jeden Fall ein kleiner Menhir, siehst du? Auf jeden Fall. Wurde umgeworfen. Also. Ja, haben sie umgeworfen. Ja, aber das ist dann wieder so ein Peiler zu der Kammer hin. Garantiert. Mhm. Weißt du, wie in dem Steinbruch, ja, wo man das Grillding macht, steht da draußen genau, auch so ein Menhir. Den haben sie da weggeworfen und hierher gelegt. Hinweis. Also bei mir im Flatter hat er auch außer Hügel, also da habe ich jetzt halt keine Steine oder so mehr. Und da habe ich auch mal so rumgeguckt und da habe ich auch ganz komisches Dreieck und so. Also auch so auf dem Boden. Ich möchte gerne wissen, was auf der anderen Seite von dem Stein ist. Na gut, dann müssen wir halt mal suchen. Dann müssen wir angehen. Ich glaube, Christian kommt bestimmt nochmal her. Das ist ja schon mal eine tolle Kamera. Und die Nische. Ofen oder sowas. Das ist euer Datums hier. Alles trocken. Also der hat, ich denke, erst zum Abstützen hingestellt. Naja, das ist noch nicht so alt, aber noch nicht so alt. Man kann da hinten schön ins Mauerwerk reinschauen. Ja, aber hier hat man dann im Nachhinein voll in die Wölbe gebaut. Das ist das Tonngewölbe. Denke ich mal, könnte antik sein, aber noch lange nicht das Alter wie das ursprüngliche Kammerwalm. Hier sieht man, weil Tonnengewölbe gibt es ja ungefähr seit dem 13. Jahrhundert vorchristlicher Zeit. Und das könnte irgendwie ein Luftschacht sein. Ja, das ist gerade hier das, wo der Walter da gesagt hat, das ist wie von einem Erdbeben oder so kommen kriegt. Ja, aber das ist im Nachhinein gebaut, das zeigt sich eindeutig von denen da vorne ab. Ja, ja, also so langsam kann ja sowas auch mit der Zeit auch auseinandergehen, so die Steine. Weil sieht mir antik aus, aber nicht älter. Schon alt.
Aber man sieht ja auch ganz andere Bearbeitungsspuren. Was die Nischen zu bedeuten haben hier. Hinter mal schon mal irgendwie sowas gesehen, so Nischen. Ja, also schon. Das ist das Thema, weil es sind ja nur in Anführungszeichen Nischen, aber tut man hier so einen Aufwand betreiben für solche Nischen. Ja. So hier Stromberg, weißt du, da weiß ich, Steinbruch auf dem Stromberg, ja, die Kammer, die hat ja auch so eine Nische. Genau. Oder da in bei Biedigheim, wo das CVJM-Haus drauf ist, unten sind auch das, auch hier bei so einer Nische drin. Oder bei Trips Drill, die Kammer. Da gibt's auch eine. Ja. Gerade auf dem Weinberg wahrscheinlich, oder? Nein. Gegenüber vom Michaelsberg, da wo die Ding ist, die Golfanlage. Ah. Aber unten die normal. Da, Dami. Da warst du ja auch schon dabei. Dabei in Trips Drill, in der eigenen Kammer, dabei im beim Golfplatz. Wenn du das wegmachen würdest, dann hättest du wieder das ursprüngliche Mauerwerk wieder vorne. Ja, so. Schon interessant. Die Frage ist, warum haben sie sich so eine Mühe gemacht? Guck mal, wie viele Steine da oben noch drin sitzen. Ja, aber da oben kommt irgendwann mal das ursprüngliche. Müsste eigentlich das ursprüngliche kommen. Und der Boden selber. Das ist ja auch Stein. Gerade überall verbunden muss, den aber. Weil hier sieht man ja richtige Steinmetz. Genau. Und da vorne nicht. Die vordere Kammer ist komplett anders. Aber es sieht auch antik. Ja. Entweder Mittelalter oder vorchristlich. Irgendwann hat es hier, guck mal, die unteren Steine. Die sehen schon ein bisschen älter aus. Ja, die können die jetzt wieder das Original. Ja, unten Original, das und dann hat man es ganz später noch genau so. Ja, sieht man es. Entweder ab hier oder ab hier. Weil du hast ja überall die kleinen Einschläge hier. Ja, genau. Das siehst du hier nicht. Also für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder tatsächlich eine Grabkammer oder eine endokultische Zweck. Das kann ja anders gewesen sein. Ja, also da hier war die. Schau mal, Christian, das ist verräterisch hier. Sicher, hier hast du überall solche Ränder nochmal ganz fein bearbeitet. Warum macht man das hier? Also der Raum hat irgendwas mit einem kultischen Zweck garantiert. Das war nicht irgendwie nur so ein Lagerraum. Ja, das sind so wie die schraffierten Wände in Nürnberg. Ja, aber so ähnlich, warum macht man sie jetzt diese Mühe hier? Weißt du, ganz fein. Das sind da jeder Ding ist ein Schlag, wo man. Also der hat sein Geheimnis, diese Kammer. Mhm. Und gerade hier, da gehört alle Steine hören hier auf und da auch. Also das kommt mir gerade auch ein bisschen vor, wie wenn das Stück hier mal reinkommt. Also hier würde ich sogar mal ehrlich die Theorie sogar schon auch recht geben von ein paar anderen, dass das ja mal eine Grabkammer gewesen sein kann. Im Nachhinein. Ja, ja. Weil dafür ist es einfach hier zu dekorativ. Oder einen anderen kultischen Zweck. Ja, vor allem, guck mal hier außen. Hier hat man es ganz fein gemacht. Hier. Genau das meine ich. Aber jedes Ding ist ja ein Schlag. Ja? Ja. Du ganz fein und hier genau, der Korb. Hier auch, genau. Und immer die Außenkanten. Für einen Lagerraum braucht man das ja nicht. Es muss ja schon irgendwie was. Ja, das ist wunderschön, ja. Und ich meine, das könnten diese Art, so Art wie Seelenloch oder sowas darstellen. Lass uns hier mal meditieren, dann wissen wir es. Aber hier. Also Mario antwortet nicht, ich habe nochmal geschrieben gestern. Heute Morgen schneller, oder? Geht nicht lang. Da muss er schaffen, oder? Wenn hier mal reingeht, dann finde ich das hier von. Die Kammer ja auch noch, geht mal rein. Hier rein nochmal, okay? Ja, dann machen wir rein. Also komm, wir gehen nochmal hier rein. Ja, geh mal ein bisschen vor, dass hier nicht auf dem Bild sei. Und jetzt? Ich kann die Treppen mal hoch.
Ampel. Der Teil ist noch ursprünglich megalithischer Ursprungs. Und da hinten hat man irgendwie zu kultischen Zwecken oder für eine Grabkammer das Tonnengewölbe gebaut. Eindeutig. Gut, also. Ich laufe jetzt mal mit dem Handy schnell rein. Was Christian da per Zufall mitten im Wald entdeckt hat, ist einfach unglaublich. Jeder kennt inzwischen den von Dominik Görlitz kommentierten und perfekt erhaltenen Gang mit Kammer von Gaupittelbronn. Aber die jetzt Besuchte übertrifft auch die auf ihre eigene Weise. Sie ist zwar mit annähernd 18 Metern nicht so lang, sie geht auch nicht so steil in die Tiefe, aber sie geht nach unten, was typisch für alle Pyramidengänge ist. Was sie so einzigartig macht, ist ihr perfekter und wirklich schöner Erhaltungszustand. Alle Wände sind aus glatten, fugengenauen Blöcken gesetzt. Und nach einem ungefähr 11 Meter langen Gang, der wie in Gaupittelbronn mit geraden Felsplatten gedeckt ist, gibt es plötzlich einen Türsturz und dahinter beginnt die Kammer mit Tonnengewölbe. Walter Haug besichtigte eine solche Gewölbekammer der Etrusker bei Orvieto. Dieses als römisch bezeichnete Gewölbe war also schon den Etruskern bekannt und auch den Kelten. Maurice hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass schon Anfang des 19. Jahrhunderts unmittelbar unterhalb der Burg Hornberg auf einer Weinbergstufe eine Gewölbekammer ausgegraben und die Grabbeigaben als lateinzeitlich, also ab 4. Jahrhundert vor Christus, datiert wurden. Die eisenzeitlichen Kelten konnten also schon römische Gewölbe bauen. Und noch ein Detail ist erwähnenswert. Gleich zu Beginn der Gewölbekammer sind große Lücken in den Fugen der Decke entstanden. Eine tektonische Kraft, vermutlich ein Erdbeben, hat zu einer Verschiebung geführt, was Walter Haugs Theorie bekräftigt, dass alle diese Wunderbauten vor der Sintflut und dem ganzen Katastrophenszenario, das in alten Quellen überliefert ist, entstanden sein müssen. Es gibt keine offizielle Stellungnahme zu dieser eindeutig als Grabkammer identifizierten Gewölbekammer, die eindeutig unter einem typischen Kern errichtet wurde. Wir leben in einer archäologischen Wunderwelt mit ebenso eindrucksvollen Relikten wie in Italien, Griechenland oder Ägypten. Die Entdeckung von Christian versetzt immer noch alle, die bei der Exkursion am 15. Mai 2022 dabei waren, in helle Aufregung. Es war auch Walter Haugs letzte Exkursion kurz vor seinem Tod. Doch er verfasste noch einen Artikel über diese Grabkammer. Den Bau von Tonnengewölben traut man unseren Vorfahren, den Kelten, immer noch nicht zu. Zu viel Blödsinn haben Historiker und Archäologen für wahre Münze genommen und die Fakten ignoriert, die allerorten noch vorhanden sind. Es gibt solche Gewölbe noch sehr oft, man übersieht sie nur. Da sie im Laufe der Zeit als Unterstände zweckentfremdet wurden, hält man sie heute für alte Weinberg-Schützerhäuschen, Lagerräume, Bierkeller und so weiter. Der Bau von Tonnengewölben aber ist immer sehr aufwendig. Deshalb stellt sich die Frage, wieso überhaupt so viel Arbeit, Zeit, Material und Geld investiert wurde, wenn einfache Holzhütten, wie heutzutage auch, dieselbe Funktion erfüllt hätten. Es können nur antike Grabbauten sein, wie man sie in der Form überall in Europa findet. Dort allerdings werden sie unter Denkmalschutz gestellt. Das Kernportal dieser wunderbaren Architektur ist noch in typisch megalithischer Weise als Dolmen konstruiert. Dieses Beispiel aus Beihingen und der von Bernd Krautlohr bei Steinheim an der Mur entdeckte Kern zeigen, dass diese Baudenkmäler ursprünglich überhaupt nichts mit Weinbau zu tun hatten. Sie stehen frei in der Landschaft oder sogar in einem Steinbruch vor einer glatten Felswand. Wenn sie allerdings auf den Stufen künstlich gestufter Berge stehen, sind sie in derselben Zeit entstanden wie diese mit noch viel mehr Aufwand terraformierten pyramidenähnlichen Berge. Hier noch ein wunderschönes Beispiel in Oberstenfeld bei Forstberg. Oft sind sie aber auch in uralte Hangmauern hineingebaut, wie hier in Hessigheim, oder halt eben in megalithischen Kerns, wie die von Christian entdeckte Grabkammer.
Geradezu majestätische Bauwerke gibt es, ein Beispiel aus Ochsenbach. Man sieht an den Jahreszahlen, dass sie mit viel Aufwand liebevoll restauriert wurden. Den Vergleich zu einem etruskischen Grabmal aus dem 7., 8. Jahrhundert vor Christus zu ziehen, ist nicht schwer. Dieses steht in Metulonia. Allerdings ist hier nur das Portal in typisch römischer Bogenbauweise gebaut. Die Grabdecke war ursprünglich eine perfekte Kuppel. Sie wurde jetzt mittels Beton nachempfunden. Die größte Ähnlichkeit hat die von Christian entdeckte Kammer mit dieser. Sie steht in Kambazli in Kilikien, Türkei. Sie wird als römisches Tempelgrab aus dem 1. Jahrhundert bezeichnet. Das wäre nun der größte Fehler deutscher Archäologen, uns dieses Wunderwerk prähistorischer Architektur wegzunehmen und den Römern unterzuschieben, die es ganz sicher nicht gebaut haben. Denn sie bauten überhaupt nie Cairns in Steinbrüchen. Doch diese Grabkammer liegt eindeutig unter einem solchen Baukörper eingebettet. Es kommen nur die Kelten der Eisenzeit in Frage, die technisch schon so weit fortgeschritten waren und Steinbearbeitung in Perfektion beherrschten. Etwas, das unsere Archäologen bis heute nicht realisiert haben. In Wirklichkeit fallen alle Historiker und Archäologen auf eine völlig wackelige, da auf hanebüchenen Fehlern gegründete Chronologie herein, die alle Bogenarchitekturen als römisch einzuordnen vorschreibt. Es stand auch die Frage im Raum, ob der 6,60 Meter lange Raum seine halbrunde Decke erst im Nachhinein bekam, da der Bau von Gewölben nach offizieller Chronologie im Megalithikum noch nicht möglich gewesen sei. Das ist rein technisch nicht möglich, da eine entsprechende Form- und Stützkonstruktion aus Holz zuerst hätte gebaut und danach die einzelnen keilförmig sich verjüngenden Decksteine von oben gemauert hätten werden müssen. Dazu wäre zuerst das Abtragen des kompletten Baukörpers oberhalb nötig gewesen. Eine völlig unrealistische Vorgehensweise. Das hier zu sehende Tonnengewölbe wird Ramses II. Zugeordnet, der von 1303 v. Chr. Bis 1213 v. Chr. Gelebt haben soll. Schon den chronologiekritischen Forschungen Immanuel Velikovskis zufolge kann er jedoch erst zur Zeit der Perser, 800 Jahre später, gewirkt haben, also in der Eisenzeit der Kelten und Etrusker um etwa 450 v. Chr. Nach offizieller Chronologie. Hier noch ein römisches Kammergrab bei Kaunos in Lykien, Türkei, zeigt sehr genau den inneren Aufbau eines Tonnengewölbes. Ja. Na, da vorne ist der Eingang. Hier drunter zieht sich der Gang bis zur Kammer. Und hier oben auf diesem Kern ist noch eine Mulde. Wahrscheinlich wegen dem Luftloch, wo man in der Kammer sieht. Bisschen mehr wie ein Meter. Ja, also so. Gerade. Wo gehen wir noch hin? Weiter, oder? Aber du kannst hier noch ein bisschen weiter vorlaufen, ein bisschen abziehen. Ja. Das wird dann wieder für dich wieder ganz. Im Herbst, also wird es immer mehr Nacht und so, ja. Und das ist dann der Punkt, wo die größte Nacht ist. Mhm. Und ab dann steigt sie wieder auf. Mhm, ja, genau. Und dass das gerade mit in den Kulten wie einen Zusammenhang hat, also dass, wie wenn die
Tote wieder auferstehen, ja, werden, also wie die Sonne wieder so aufersteht. So wie Stonehenge oder so, ja, das ist auch so Observation. Das sind auch nicht kaum gewesen sein, oder? Die hat man komplett festgezogen. Ja, ja, das hat gerade der Walter gesagt. Da können wir auch sicher. Wenn der Hund da jemand mit, ja, hat, der kann exakt sagen, ob es da eine Kammer ist oder nicht. Ja, ja. Ja gut, ich kenne einen, der hat die Gerätschaft, der kann das genau ausfallen. Ob das eins ist oder nicht. Aber könnte darauf hindeuten, weil das macht ja auch schon so ein bisschen Charakter von dem Zugang hier. Also, ja, das ist auch wie hier so ein bisschen so ein extra Hügel. Ja, ja. Ja, sieht stark danach aus, ja. Also hier, da sind jetzt noch die Öffnungen. Ja, die gucken wir auch mal an. Da kann man nochmal ein Extra-Treff hier machen, wenn der Werner Betz bald kommt. Und dann scheuert der Ding kommt, der wo diese Gerätschaft hat. Dann kommt hier nochmal eine Karte, da können wir ja hinten mal... Wo, da hoch, ja? Ja, ja, so, also... Luftloch, hä? Krass, oder? Ja. Das Vieh ist komplett hochgemauert. Da geht ein Luftzug. Also wie lang ist das auch? Das 70 oder 80 Meter lang. Dabei mal ein Teil. Dabei dem Sportplatz, der 300 Meter weiter. Ja. Also halt nur bei dem, da sieht man halt nichts, auch ganz Steine oder so. Ja, ja. Also, ich meine jetzt, das hier, was ich schon geschaut habe, vielleicht die Froschstöcke, also dass die fertig drin waren. Also ein Stein, das geht nicht fertig rausgeholt. Ja, das kann sein. Teilweise tut es ja so abfahren. Ja, Märchen sind sicher es doch. Ja, ja, da haben sie sie alle zusammengelegt und dann können sie sie holen. Weil ich mich vergleichen kann. Liegen solche Steine überall. Mhm. Die liegen zusammen auf einen Haufen und da kannst du dich bedienen. Aber der kann nicht ursprünglich da gelegen haben, weil das ist ja einbetoniert. Ja. Da muss auf jeden Fall vielleicht hier in der Nähe gewesen sein, aber nicht an dem. Oder man hat das zerstört. Ja, gut. Ja, da hat es richtige Mauern. Wow. Ja. Also, die sind jetzt nicht so eindeutig, aber wenn so viele auf dem Hof sind, da sieht man schon. Thank you.
ist mal ein richtiger Kreis. Das ist ein Bullauge. Der Fels hat hier eine schöne Rundung. Das ist ein Bullauge von früher. Christian zeigt uns noch einen Bachlauf, der einst bebaut war und wohl ein Quellheiligtum darstellte. Der gemauerte Bachlauf und die bearbeiteten Felsbrocken, darunter auch Pyramidensteine, verweisen darauf. An dieser alten Mauer schaut ein Stein hervor, der wie ein Gesicht wirkt und wohl auch eines war. Zu deutlich sind die Konturen erkennbar, doch wird der Kopf von diesem Straßenpfosten bedeckt. Zudem schaut der Kopf auf die gegenüberliegende Straßenseite, direkt auf den gemauerten Bachlauf mit dem Lochstein. Deutlich ein Tor zu erkennen. Dahinter befindet sich ein weiteres Tonnengewölbe mit megalithischem Gang. Das Tonnengewölbe ist in diesem Falle sogar noch größer als das vorige. Etwa 15 bis 20 Meter erstreckt sich das Gewölbe. Der Gang dürfte indes nahezu identisch lang sein wie der vorige, also etwa 11 Meter. Oh. Das ist alles verdüllt. Ah, so gehen die mit unseren Ankerzen herum. Also man sieht auch, dass diese Kammer teilweise gemörtelt wurde. Hier, wahrscheinlich hat man das nachträglich zur Stabilisierung gemacht. Weil so wie das aussieht, ist das auch alt. Ja, das sieht man, dass man hier, das, guck mal, nachträglich hat man das hier überall mit Mörtel zugemacht, damit es hier länger hält. Eindeutig. Das Ding ist trocken gemauert. Sieht auch so ein bisschen vorkommen, wie wenn man das einfach so mit der Kelle reinkriegt. Ja, mit der Kelle, nachher. Genau, mehr hat man da gar nicht gemacht. Also ist dieser Gang auch alt. Ja, da ist aber ein Luftloch. Mhm. Schaut euch diesen Müll an hier, wie jeder alles seinen Müll hier wegwirft. Seht ihr was? Ah, ja, ja. Das ist ein Loch, ja. Hi. Wer sind denn Sie da unten? Ein Suchender und Forschender. Schlecht.
so ein Loch. Es ist zu. Das Loch ist zu. Vorsicht, gell? Für einen Gang. Wow, guck. Wieder mit Deckplatten. Hm. Wahnsinn, ha? Huh? Ja. Echter Wahnsinn. Hier. Knochen. Ist wieder so eine Nische. Da auch. An, da ist wahrscheinlich Ende. Na, da merkt man richtig, wie es kühl wird hier. Ha? Da wird es ein wenig abgestützt. Ja. Da ist Ende. Die Deckplatte hat hier schon Riss. Das hier drin ist eine tolle Klimaanlage, gell? Ja. Das ist immer die beste Bauweise. Stein, trocken gemauert und fertig. Man muss halt auch mal eins sagen. Schau mal, die erste, das haben wir jetzt eigentlich auch weniger. Vielleicht für die Fahrt hier, für den LKW, der hier reinfährt. Das ist jetzt nicht immer wie so eine Mauer hier, das ist ein Stufbauwerk. Und das ist ein Steinzufahrt, dann müssen sie dann schon irgendwie abgesichert sein. Ja, ja, genau. Also, das sieht so, weißt du, da steht das Ding so, ja, ja. So reingeworfen aus. Ja, ja, das ist recht. Also 100% müsste man natürlich, wenn der oben Mauerwerk ist, ja, das müsste man, da müsste man schon ein bisschen mehr zählen. Also, aber das sieht ja jetzt so,
Das sieht eher aus wie eine Abstützungsmaßnahme, finde ich jetzt. Ich kann mal da unten war irgendwie die Zufahrt in dem Stein abgebaut und musste schon abgesichert sein. Weil jedes Mal nach einem starken Regenguss oder so, also da tue ich mir jetzt echt schwer. Aber kann man sich auch täuschen, klar. Aber kann ich nicht täuschen. Zum Beispiel wie in Holland. Ich bin mal damals darüber, aber da war nichts. Ich meine, das Mauerwerk und ich bin mir da als so. Ja, schwierig. Ja. Sieht ja wie eine Bohrung aus. Und da macht man immer so Steine, weiß auch nicht. Ist das alles Sand? Alleine was die Steinplatte da wiegen würde. Ja, ja. Wo das Wasser oben wird. Ja. Also ich glaube, das ist auch zusammen. Ein Lochstein, der einen besonderen Platz markiert. Heinrich Kusch, Erforscher der Erdstelle in der Steiermark, hat nachgewiesen, dass das Loch in einem Menhir immer auf einen Zugang zur Unterwelt hinweist. Wie auch hier, nur einige Meter von diesem Lochstein, befindet sich das Tonnengewölbe. Da ist noch mal, also ein Stückchen weiter.
Am Neckarhang erstrecken sich Mauern in Stufenbauweise, wie wir es von den sogenannten Weinbergen schon kennen. Hier befinden sich Tore bzw. Mauerdurchlässe, die auch einst Zugänge zu Kammern waren. Wer weiß, könnte man durch Bodenradar feststellen. Wie uns Christian mitteilte, wurde im Zuge von Waldarbeiten ein Stück Mauerwerk zerstört, das den Arbeitern im Wege stand. So viel dazu. Da könnte kaum. Thank you.
Naja. Also wollen wir da bei der Besichtigung waren. Also ich weiß nicht, ob wir danach noch. Meiselspuren. Hier ist gleich schon. Hier war weiter unterhalb die Kammer. Ich glaube, das ist hier drin gestimmt. Ganz genau raus. Die sind halt verschüttet, vergraben. Wow. Da geht's runter. Da liegen auch Steine, du. Wenn alle Cairns einst solche Umfassungsmauern hatten, waren das Monumente einer echten Hochkultur wie Rom oder Griechenland. Vor allem in Maulbronn kann man auch noch sehr schön die Umfassungsmauern sehen. Und deswegen wirken auch viele Cairns einfach nackt, ja, da eben diese schönen Steine geraubt wurden. Müssen wir denn da alles probieren? Geil, oder? Das ganze Ding ist ein Bauwerk. Ja. Komplett.
Auch hier wurde das Quellwasser in Mauern eingefasst. Schaut man sich hier um, wird einem deutlich, dass das ganze Areal künstlich ist und es sich um ein großes Bauwerk handelte. Im Jahre 2012 gab es auf der Achalm eine UFO-Sichtung. Mehrere Videos auf YouTube können angeschaut werden. Auch Walter Haug hatte eine UFO-Sichtung, die ich euch nicht vorenthalten will. Ich habe ja selber mal eins gesehen, das ist ja der Hammer. Er war irgendwie spinnt, wenn ich es gesehen habe. Okay. Also, ich meine, also es war halt drei Bewegungen. Metall, wahrscheinlich Blei, hat ausgesehen wie Blei. Mhm. Drei Böge, der in der Mitte war der längste und auch ziemlich lang gezogen, so wie Kirchenfenster etwa. Also hat's ausgesehen. Mhm. Und dazwischen war nichts, also es war bloß der Rahmen. Und also das Ding hätte gar nicht fliegen dürfen, das war bloß eine Rahmenkonstruktion. Mhm. Und es kam aus einer Wolke raus, ich hab den gespinnt. Das war in einem Julitag, in einem Samstag. Das war noch der 300-jährige Geburtstag von der Stadt Karlsruhe. Da ist gerade gefeiert worden am Schloss und ich bin da so noch hintergegangen. So. Durch das, der Platz der Grundrechte heißt der. Mhm. Und gehe gerade so um die Ecke und plötzlich regnet es von oben so. Aber so ein ganz komischer Bruch gehabt, so völlig künstlich, also gar nichts Natürliches. Ich dachte, fliegt das Flugzeug, wenn es so aus der Wolke rauskommt. Ich bin gerade gelaufen, das war fast direkt senkrecht über mir und bin weiter gelaufen. Wenn ich wieder umguckt, so, habe ich es nicht mehr gesehen. War's nicht mehr. Das war so eine schnelle Angelegenheit. Es hat aber immer noch getröpfelt, das habe ich gesehen, wo ich sonst auf den Platz gekommen bin. Da war so eine einsame Bierstube da gestanden. Bierstand und da war ein junger Mann, der hat auch so nach oben geguckt, der ist auch getroffen worden von dem Zeugs da. Ich weiß nicht, was das war. Mhm. Das war so ein ganz komischer Geruch, also auf jeden Fall chemisch und ja, wie stark metallisch. So was habe ich noch nie gehört. Ja, ganz ordentlich einfach.